Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Brettspieltestern. Und mit dabei sind Michaela und Christian. Und wir haben heute etwas Neues, eine Premiere auf unserem Kanal. Und zwar machen wir heute ein Unboxing. Und dafür haben wir uns nicht irgendein Spiel ausgesucht, sondern einen absoluten Hammer. Ein kleines haben wir uns ausgesucht. Ein ganz klitzekleines, genau. The Rise of Queensdale von Inka und Markus Brandt, erschienen bei Ravensburger bzw. Alea. Und erstmal die richtigen, kompletten Rahmendaten von Michaela. Ja, du hast ja schon vieles gesagt. Also The Rise of Queensdale, erschienen beim Ravensburger bzw. bei Alea, der Edelmarke vom Ravensburger Spieleverlag. Autoren sind Inka und Markus Brandt, ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahre. Spieldauer wird angegeben um die 45 bis 60 Minuten. Wir haben es jetzt ja noch nicht gespielt, aber ich denke mal, das wird nicht die gesamte Spieldauer des gesamten Spiels sein, sondern wahrscheinlich einer Runde, einer Etappe. Es ist ja ein Legacy-Spiel und es kostet um die 65 Euro. Genau, und was uns jetzt gleich schon aufgefallen ist, das zeigen wir einmal ganz kurz, und zwar, da ist eine 1. Genau. Das könnte natürlich sehr stark darauf schließen lassen, dass es mehrere Teile geben soll. Und was man sonst hier so sieht, ist eine riesen Verpackung. Das Ding, wir haben es gewogen. Was haben wir gewogen? 3,5 Kilo. 3,5 Kilo. Also man merkt auch, da ist Material drinne. Rückseite zeigen wir auch schon mal. Und da steht ja auch drauf, Inhalt. Genau, was da eben alles dabei ist. Also es gibt über 450 Marker, es gibt über 500 Aufkleber, es gibt über 120 Karten, es gibt über 100 Holzteile und so weiter und so fort. Illustration, auch kein Unbekannter, Michael Menzel hat das übernommen bei diesem Spiel. Und ich finde, das sieht man auch schon. Also man sieht hier bei den Charakter- oder Spielertableaus, genau. Lustig ist auch, dass hier die Namen von den Autoren sind. Und zwar einmal Markus, einmal Inka. Auf der anderen Seite sind auch Namen, das könnten die Kinder von den Eheleuten Brandt sein. Das kann ich leider nicht entziffern, das ist mir zu klein. Das kann ich mit meinen Augen nicht mal lesen. So, und dann fangen wir einfach mal an. Da wir noch nie ein Unboxing gemacht haben, machen wir das mal ganz unspektakulär. Erstmal Zellophan ab, oder was meinst du? Ja, ist das Beste, glaube ich, um es auszupacken, oder? Genau, was wir eben auch schon gesagt haben, es ist ein Legacy-Spiel. Das heißt, das Spiel ändert sich von Mal zu Mal. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir generell so ein bisschen Richtung Spoiler landen werden. Müssen wir mal schauen. Oh, das Ding ist echt ein Hammer, was das Gewicht betrifft. So, Folie weg. Und dann lüften wir mal den Kartondeckel. Mal gucken, was da so alles drin ist. Gucken wir mal. So, wir gucken einmal hier so in die Innenseite. Es ist zwar kein Exit-Spiel, aber es scheint auch nicht ganz so... Meinst du, die beiden haben da auch was für den Deckel geschrieben? Vielleicht gemischt oder so, keine Ahnung, wer weiß. So, dann gibt es hier einmal zum Ausstanzen Spielvorbereitung und Setup. Da ist auch ein Hinweis drauf, bei der Herstellung des Spiels kam es leider vereinzelt zu Produktionsfehlern. Manche Stanzplättchen können deshalb leicht beschädigt sein. Sollte das bei eurem Spiel der Fall sein, könnt ihr diese Ersatzplättchen verwenden. Bitte löst die Plättchen erst heraus, wenn ihr vom Spiel dazu aufgefordert werdet. Dementsprechend packen wir das erstmal an die Seite. So, dann haben wir hier die Anleitung. Sind 20 Seiten. Und wie man hier schon sieht, das sind halt eben leere Felder und die werden bestimmt nachher beklebt. Das ist ja sehr häufig so bei Legacy-Spielen, dass halt eben im Laufe des Spiels sich auch die Spielregeln ändern. Und da sind relativ viele. Das gucken wir uns danach mal an. Dann gibt es die Holzteile. Mhm. Holzfigürchen in unterschiedlicher Farbe. Kartendeck 1. Stopp. Hier ist die Unterseite des Kartenstapels. Dreht den Kartenstapel um. Stopp. Stopp. Kartendeck 1. Dies hier ist die erste Karte des Stapels. Die Karten in diesem Deck sind vorsortiert. Verändert nicht die Reihenfolge. Okay. Dann machen wir die, können wir schon mal auspacken hier einmal. Genau, ganz wichtig, dass mir hier schon entgegenspringt. Der Pöppel. Der Pöppel, das ist nämlich der Königin-Pöppel. Das ist uns in Nürnberg. Da hatten wir nämlich mal mit dem Redakteur des Spiels gesprochen. Ja, und fertig mit geknistert. Das ist hier wieder die Unterseite, das ist die Oberseite. Und der klebte so, also wir hatten da so eine Wand, da war halt eben ein Poster von dem Cover drauf und da klebte dann dieser Pöppel dran. Und ich hatte mich schon gewundert, was das denn sein soll. Also das ist wohl schon der Königin-Pöppel. So, noch mehr Holzteile. Das sind so kleine, könnten Häuser sein. Wahrscheinlich irgendwelche Rohstoffe. Hier ist wieder Kartendeck 2. Stopp, dies ist die Unterseite. Dies ist die erste Seite. Können wir auch schon mal einmal auspacken. Okay? Du kannst gerne weitermachen. Ja, ich dachte, während du knisterst. Okay. Warten wir kurz. Kartendeck 2 ausgepackt.
So, dann sind hier ganz viele nackte Würfel. Das hatte ich auch schon irgendwo gelesen gehabt. Also man muss auch nachher seine Würfel bekleben, weil es eigentlich so ein fast ein Würfelspiel sein soll. Okay. Also es gibt einen normalen sechsseitigen 1-6er Würfel und die restlichen, das sind wahrscheinlich also die Spielerfarben. Dice-Building-Spiel. Genau, Dice-Building-Spiel. Dice-Building, Deck-Building, nee, Dice-Building-Spiel, bleiben wir dabei. Ein leerer Sack. Eine Halterung wahrscheinlich für eine Spielfigur, vielleicht der Starspieler, wer weiß. Ganz viele leere Apotheken. Tütchen, Apothekertütchen. Und dann war es das. Tja, relativ überschaubar. Das glaub ich nicht. Darf man das schon aufmachen? Ich mache das jetzt einfach auf. Ich weiß nicht. Ich glaube aber auch. So, und dann haben wir hier jetzt die Spielertableaus. Auch hier kann man irgendwelche Sachen ausdrücken. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Da genau. Gucken wir uns mal die Spielbeschreibung an. Das müssen wir wohl. Wer besser? Genau, wer besser. Und wo hast du jetzt gesagt, wo sind Inko und Markus? Wo sind die? Nee, die haben ihren Namen nur drauf geschrieben gehabt. Ach so. Ach so, aber vorne nur hier scheinbar dann nicht, ne? Nee, nur auf der Rückseite von der Verpackung. Ah, da ist ja so eine Spielsituation dargestellt und hier oben kann man eben seinen Namen bestimmt reinschreiben und damit so, ist es dann für immer dein Charakter. Ah, alles Weil klar. Weil das Spiel kann man bestimmt auch nur einmal spielen. Wie das bei Legacy-Spielen so üblich ist. Häufig ne? ist, ne? Dann hier wieder ganz viele Sachen zum Ausdrücken, Ausstanzen. Genau. So, und dann geht es hier weiter, noch mehr Sachen zum Ausstanzen. Irgendwelche Gebiete wahrscheinlich hier, irgendwie so ein pöbelnder Mob. Pöbelnder Mob, die Mäuse. Das hatten wir doch auch schon mal in irgendeinem Spiel. Da konnte man den pöbelnden Mob irgendwie nutzen. Aha. Ja. Doch, da war mal irgendwas. Oder es kann auch ein Computerspiel gewesen sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, das war C&C. Egal. Brot. Gibt es was zu essen? Dann hier irgendwie eine Laute oder so, eine Mandoline, keine Ahnung. Dann hier noch mehr Gebietskarten. Und dann ist das hier das Spielmaterial für die erste. Für die erste Partie. Und darunter Übersicht der Regelsticker. Ja, 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 ja. Und dann hier noch irgendwelche Sachen. Chronist, Händler, Intrigant. Die erste Partie nochmal hier. Meine Güte, ist das viel Spielmaterial. Aber stand ja auch schon hinten drauf. Ach, genau. Guck mal, da kommen die Kommt ganzen Aufkleber nachhin. Wahrscheinlich für die Würfel, ne? Genau, das sind die ganzen. Da steht auch hier Spielvorbereitung. Mhm. Rückseite ist leer. Mhm. Also das sind ganz viele. Das sieht man jetzt vielleicht nicht. Das sind mehrere Bögen. Da ist mehr drin, genau. Das kann man hier aufmachen. Und dann sind da auch mehrere Sachen drin. So, dann hier eben ein Spielplan. Mhm. Mit einer rundlaufenden, wahrscheinlich Siegpunktleiste. Mit einer umlaufenden Siegpunktleiste. Und das hier könnte auch nochmal... Noch ein Spielplan? Kein Wunder, dass das Ding 3,5 Kilo wiegt. Ja. Und dann hier noch mehr. Das sind irgendwelche Siegel und das ist wahrscheinlich Geld. Das sind irgendwelche Stopper oder so. Nicht nutzbares Feld. Ah, jetzt und kommt daraus. Spielplan. Spielplan, genau. Und da, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, sieht es so aus, ob man das auch ausdrücken könnte. Ja, ich glaube, dafür war der Pöppel nachher auch da. Ich glaube, das sagte Herr Marc, als wir da waren, auch, dass man hier. Dann nachher, ich glaube, das ist nachher zum Andingsen da, dass du den draufsetzt da. Und sie so rausziehst, oder? Die wahrscheinlich, ich mache es noch nicht. Nee, ich wollte nur einmal draufsetzen, demonstrieren quasi. Demonstrieren. Also ich weiß auch noch nicht, wie es funktioniert, das Spiel. Ganz viele. Und dann geht es hier noch weiter. Hier gibt es jetzt verschiedene Epochen. Das ist augenscheinlich hier Epoche 1. Und hier, das könnte vielleicht deuten, Epoche... Zwei erster Abschnitt oder so. Ja. Und hier Epoche 9, dritter Abschnitt. Und das war's. Wir haben es geschafft. Naja, das Tiefziehteil war ja augenscheinlich überschaubar. Also wir haben jetzt hier eine ganze Menge Spielmaterial. Wir können das einmal so ein bisschen hier drauflegen. Man sieht ja nicht ganz viel davon. Also es ist wirklich enorm viel dabei. Genau, wir müssen mal gucken, wie wir das nachher überhaupt alles ins Videobild reinkriegen, wenn genau, wir damit spielen. Wenn wir damit spielen, genau. So, das war dann jetzt unser Unboxing von The Rise of Queensdale. Genau, und was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir im Prinzip einmal die erste Runde zusammen live und in Video spielen werden und danach planen wir einmal alles durchzuspielen. Das dokumentieren wir aber nicht im Video. Und wenn wir alles durchgespielt haben, dann wollen wir eigentlich ein Fazit des Spiels machen. Genau, dann sieht man praktisch im Fazit nachher nochmal unseren Endspielplan, wie der am Ende aussieht. Und dann sagen wir nochmal, wie uns das Spiel gefallen hat. Genau. Also es wird dann insgesamt 3 Teile für The Rise of Queensdale ergeben. Und wenn ihr Lust habt, ist natürlich alles gespoilert, also von daher müsst ihr gucken, ob ihr sagt, das ist euch vielleicht zu viel Spoiler, weil man sieht natürlich das ganze Spielmaterial und all sowas, dann schaut lieber nicht rein. Ansonsten genau. Schaut auch gerne bei uns rein. Dann sagen wir erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.